Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Fangen wir dieses Video mal von hinten an. Und zwar ist es Samstagabend. Ich habe das Video, das ihr jetzt sehen werdet, über den Tag verteilt gedreht. Heute Morgen kam das Video zu meinem Merch, zu meinem Shop heraus. Das war schon richtig leidend. Da musste ich den ganzen Tag über dran denken. Weil ich hatte mich echt drauf gefreut. Und da ist echt eine Menge Zeit und Arbeit reingesteckt worden. Und auch nochmal Dank an Tony. Der hat auch eine Menge Zeit und Arbeit reingesteckt für die Motive und Designs. Ja, war schon sehr leidend, die Kommentare dann zu lesen. Keine Ahnung. Dass ich halt irgendwie geldgeil bin oder so und viel Hate. Also ich habe jetzt die Dislikes gesehen, gerade eben. Das war jetzt nicht so viel, wie ich erwartet hatte. Ich dachte so, wie bei Draconis Go oder so. Aber jetzt die Dislikes auch für das Video waren noch in Rahmen, sag ich mal. Aber schon sehr traurig zu sehen, das Feedback, vor allem nach der Arbeit, die man reingesteckt hat. Also wenn ich echt nur geldgeil wäre und das nur für Geld machen würde, dann würde der Channel ganz anders aussehen, weil ich krieg so viele Angebote. Halt Müllangebote, aber von irgendwelchen schlechten Firmen und Seiten. Aber die würden mir halt echtes Geld geben. Also wenn ich geldgeil wäre, dann würde ich halt die ganze Zeit diese Angebote annehmen und nur diese Müllseiten werben. Anstatt so viel Zeit und Arbeit in diesen Shop zu stecken. Weil der Shop, das ist nicht so leicht, wie man denkt. Also das ist einfach so. Ja, okay, hier sind Motive, jetzt kommen Shirts oder so. Das war echt, das hat 3 Monate gedauert. Und dann so eine Resonanz zu bekommen, das hat mich den ganzen Tag belastet. Und allgemein, Pokémon-technisch, gab es auch eine Menge Probleme jetzt in letzter Zeit mit den Leuten und den Gruppen. Da war echt zu viel Drama. Ja, bisschen zu viel Drama in letzter Zeit, zwecks Pokémon und Pokémon-YouTube. Das mich ein bisschen belastet, vor allem jetzt dann das, hat mir echt den Todesstoß gegeben mit dem Shop. Natürlich gibt es auch welche, die mich immer unterstützen. Natürlich danke an euch alle. Ja, dementsprechend, kleine Pause von Pokémon. Normalerweise nach Events, paar Tage Pause muss immer sein. Weil man halt zu hart durchgesuchtet hat. Aber dieses Event war ja ein bisschen schwächer. Kaum gesuchtet, kaum gespielt. Aber trotzdem, wegen dem ganzen Dramen und so, habe ich mir eine Pause gegönnt. Und habe meine alten Freunde, Infotainment, beim Yu-Gi-Oh! Spielen besucht. Ihr wisst davor, haben wir Yu-Gi-Oh! Gespielt und hatten auch einen kleinen Channel. War ganz lustig und hat echt gut getan, mit denen abzuhängen und ein bisschen zu chillen. Bisschen weg von Pokémon, echt eine kleine Pause. Das seht ihr jetzt gleich. Und davor, das hätte ich eigentlich am Anfang des Videos, glaube ich, erwähnen sollen. Hat dieses Video hier. Er ist nicht wirklich gesponsert, das ganze Video. Weil ich wäre trotzdem dahin gegangen und hätte mit meinen Freunden dort gechillt. Aber in diesem Video hier will ich nochmal auf Pokémon Card Market hinweisen und die unterstützen. Weil die mich unterstützen. Hin und wieder. Das ist eine Seite, Online-Seite, wo man Pokémon-Karten kaufen und verkaufen kann. Und die haben halt ein System. Und die haben da Magic-Karten, Magic-Card-Market, Yu-Gi-Oh-Card-Market und auch Pokémon-Card-Market. Und früher war ich halt auf Yu-Gi-Oh-Card-Market unterwegs, hab dort Karten gekauft und verkauft. Dementsprechend, das ist echt eine Top-Seite. Und ja, die wollte ich halt heute in dem Video kurz erwähnen. Vor allem, weil wir heute zum Funtainment gehen und mit den Yu-Gi-Leuten abhängen. Und weil die halt hauptsächlich dort auf der Seite ihre ganzen Geschäfte abwickeln und dort ihr Yu-Gi-Oh-Serious-Business-Ding betreiben. Dachte ich mir, passt das ganz gut zu dem Video hier und deswegen wollte ich die heute nochmal kurz erwähnen. Link ist unten in der Beschreibung, falls ihr Yu-Gi-Oh! Karten kaufen wollt oder verkaufen oder Pokémon Karten kaufen und verkaufen. Und jetzt ab zum Funtainment. So, auf geht's. Oh mein Gott, ein altes, krasses Gesicht. Oh mein Gott, was geht ab, Mann? Lange nicht mehr gesehen. Alles gut? Passt schon. Wir hören uns gleich. Schlecht. Doch, ich hab noch einmal gesagt. Der Omega sicher. Seht ihr die ganzen Spieler? Turnierdacht oder so? Oh mein Gott, was geht ab, Jungs? Ich hab nicht mehr gesehen. Die Trade-Brüder. Alles klar. Passt schon. Nur zwei heute hier. Der Mert. Was ist der? Ich schwöre, ich weiß auch nicht, in Timbuktu ist da oder wo der ist. Der Junge ist seit 2 Stunden weg. Also, die haben ja einen Held. Ein Held, habe ich gehört. Ein Held, ja. Mir seid ihr immer in Sicherheit. Ja, und Alex, ihr habt's gesehen. Haben meiner Frau geholfen. Kam in den Nacht. Da vorne kann ich keinen mehr. So, hier haben wir Dimi. Ist wieder zu Yu-Gi-Oh! Serious Business gewechselt.
Ich hab ein paar Sachen von ihm gesehen, die will ich euch zeigen, die sind ganz krass. Okay, das ist nicht so krass, aber eine Erinnerung stimmt. An die alten Yu-Gi-Oh! Zeiten. Grüße gehen raus an Chomp. Das war unser altes Team, TBT. Kein Kommentar. Yeah. Ja, Mann, die sind echt geil. Die sind echt geil. Oh mein Gott, warte. So. Mein Gott, da haben wir ja den Ehrengast. Deswegen ich gekommen bin. Du bist ja, Ehrengast. Wie geht's dir, Bruder? Es geht ab, Mann. Fresh Hage. Danke. Extra Haarschein und Karte. Digga, die ist echt saftig. Ja, Mann, die ist echt saftig. Heftig, wo ist die? Die ist, so. Die ist geil, Alter. Die ist richtig die geil. Die ist wirklich geil. Wo ist die Original Dragon Ball Muffin? Welche? Die allererste? Die hab ich mit zu Hause. Von den Formen? Ja. Okay. Alter, ohne die Top. Er hat noch einen Partner für die. Die ist krass. Oh, shit. Ja, Mann. Das ist meine. Die gebe ich auch nicht her. Ja, und die gehört? Die ist zum Verkauf. Die ist zum Verkauf. Okay, okay. Oh. Die ist krass, ja. Ja, nur die zwei hier sind eigentlich falsch, die müssen rüber zu Vegeta eigentlich. Und sonst ist klasse. Aber die krasseste ist die hier. Oh shit, TBT-Matte. TBT lebt noch, oder was? Nee, leider tot. Digga, da werden sich die Leute freuen. Krass. So, das war's. Es gab einen, der hat Crossbow mit diesem Dreimal-Motiv, der 2011 hat gespielt. Ja, ich war schon mal ganz. Ja, und der hat ein fettes Turnier damit gewonnen. Der Video ist zwar nicht gestiegen, aber danach ist Crossbow geliebt. Aber das hat doch schon mal gesehen. Das ist ein Warte, was hat der? Das war Jump, ja. Jetzt habe ich zwei Jumps. Ja, ich weiß, das Motiv ist aber. Ja. Ich weiß nicht, Bro. Du musst echt weiß sein. Das kann nicht sein, sowas. So, zu Gast bei den Track Brothers, hinter den Kulissen. Jo, was geht ab? Wir müssen hier, wie ein. Video seht ihr dann auf deren Channel. Ich bin da heute zu Gast anscheinend. Ja, das geht schon. Ja, willst du dich kommen? Hi, Sam. So, Hongkong Fans. Da, Hongkong Fans. Servus. Leute, was geht ab auf jeden Fall? Wir haben ein neues Video. Was geht heute? Bro, nimm dein Handy mit. Oh mein Gott. Nicht professionell. Ja. Okay, erstmal noch. Willst du was sagen? Heute, was geht ab, Leute? Heute, er macht das Intro! Oh mein Gott! Und geht zurück, back to the roots. Digga! Ihr hört euch mit Gebühr an? Schauen wir mal. Gebühr ist nie tot. Oh shit! Ihr gehört, ein bisschen zu hart. Ja, dennoch, weil wir heute nichts vorenthalten, dann würden wir sagen, fangen wir mal mit dem Video an. Schau das schon mal. Aber Bro, wir brauchen eine andere Folie, die ist schwarz. Wir haben einfach diese Diskussion. Drei weiße und eine schwarze Hülle. Denkst aber vielleicht die Karte besonders. Besonders, was ich will. Ah, weiß. Ach so. Ja, aber 10 Euro? Egal, Bruder, schöne Karte. Ja. Ich will noch hier zwei Karten Top-Roller. Hey, Mann, was geht? Du musst ein Video. Willst du den Golddeck machen? YouTube-Channel. Willst du was sagen? Willst du unseren Abonnenten wünschen? Ey, die sind richtig cool, Mann. Die haben die besten Karten, Mann. Die besten Preise. So ist es. Jeden Samstag hier in Containment wünschen. Bester Mann, bester Mann. Komm mal zu dir. Bist du sicher? Ja, das ist eine falsche Karte. Bruder, komm, deck die erste Karte auf. Welche links oder rechts? Die kommt. Die erste Karte. Bam, Jungs! Was? Ein verfickter Cyberstein. Die hat gesagt, die Handkarte. Cyberstein? Ein Cyberstein, Jungs. 3000 Euro. Ich würde sagen, dafür gibt es direkt mal 100 Likes hoch. Also bitte drauf. So, Ron, was meinst du? Stopp! Bruder, also, die ist doch Safe-Pack oder so. Nein, Bro, siehst du ja. Guten Iran. Jungs, ein Cyberstein. So, dann kann man davon vergessen. Ich denke, es ist Online-Channel. 3000 Euro auf Cardmarket derzeit. Ja, stimmt, über Cardmarket gehen wir noch.
Aber Junge, Bro, was willst du eine Karte? Hat eine schwarze Hülle. Bro, es kann gar nichts krasseres mehr werden, so weißt du, was ich meine? Ich meine, was krasser ist, das Cybersteigen ist eh nicht mehr. Aber es war's, Bro. Was hältst du von? Zwei Cybersteigen! Oh mein Gott, okay. Jungs, jetzt ist vorbei. Alter. Junge, das ist echt Cashflow. Digga, Cashflow pur. Ich würde sagen, Jungs, das war ein kleiner Teaser, ein kleiner Einblick. Ich würde sagen, Bro, ein kleiner Einblick? Ja, er sagt kleiner Einblick. Wer ist da vor der Hand? Die Karten sind mehr wert als alles, was ich jemals hatte. Er sagt kleiner Einblick. Digga, er hat einfach alles gefickt. Auf jeden Fall, Jungs, das war's dann mit dem Video. Du willst noch sagen? Bro, ich hoffe, das Video wird gerade nicht angehalten, weil wir uns angerufen. Oh mein Gott! Finanzamt, hallo. Was ist das Finanzamt? Okay, Bro, was wir sagen, das war's dann. Dann mal 100 Likes. Du Bastard! Das hat nicht aufgenommen. Doch, aber... Das hat gestoppt irgendwo. Ja. Egal. Warte, was war das letzte, Amateur, was du sagst? Hey Jungs, wünscht weiter. Hey Jungs, das war's ein kleiner Einblick zu dieser Folge. Wir sind bei 100 Likes. Das ist krass. 100 ist echt schon. 50 ist okay, aber 100 ist schon. Bei 50 Likes. Schaut rüber auf den Kanal und gebt denen die 100 Likes. Oh, schön. 100 Likes. Bei 100 Likes kommt die nächste Folge raus. Mit mehr Karten natürlich, sondern kleiner Einblick. Gönnt euch die Karten, Jungs. Ich würde sagen, peace out. Wow. Jo, Jungs. Wollen wir doch da aufmachen? Aber Töne waren nicht enttäuscht. Digga, ich fuck's. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Okay, fahr mal. Hab mich gefreut. Viel Spaß, bis morgen. Jo. So, auf geht's. So. Wieder zu Hause angekommen. Chilligen Tag mit den Jungs verbracht. Überraschenderweise Dimi getroffen. Mehr dazu dann am Ende des Videos. Jetzt erstmal sind hier zwei Raids in der Nähe. Moment, den seht ihr nicht. Hier zwei Raiko Raids. Die mache ich direkt hintereinander mit Glücksei. Deswegen brauche ich hier erstmal eine Special Box noch für ein paar Pässe. So. Die Box ist ja immer noch erhältlich. Aber ich habe noch genug Glücksei. Und Inkubatoren brauche ich eigentlich nicht. Deswegen habe ich mir jetzt nur die kleine gekauft für die Pässe. Und auf geht's, diese zwei Raids hintereinander machen. Oder? Ja, hier Glückseier. Viel zu viel Rauch. Die verbrauchen wir dann alle beim Livestream. Jetzt habe ich ein paar Raid-Pässe, kann ich ein paar Raids machen. Vor allem die EPs sind mir jetzt wichtig. Da habe ich echt nachgelassen. Und schauen wir mal. Wie gesagt, nach den Raids, damit ihr nicht hier die Folge ganz ohne Pokémon überleben müsst, reden wir dann über ein paar Sachen noch. Dann geht's raus. Nein, es läuft. Läuft? Ja, läuft. Hey Jungs. Läuft bei dir, Kay. Wir sind hier beim Essen. Aber Mert, was willst du dir gönnen? Ich gönn mir einen Töner. Warte, du willst sagen? Ein Töner Teller mit Jajik. Mert war beim Friseur erstmal den Haarschnitt zeigen, Bro. Bruder, muss. Wir sind hier VIP-Gäste. Natürlich, schau mal den langen Tisch an. Pong, grüßt euch, Jungs. Löwen, was geht? Was geht? Das ist der Löwe. Du nicht? Ich bin doch Tiger. Ich dachte, du bist Mensch. Das ist eine kleine Raubkatze, Alter, höchstens. Raubkatze. Bruder. Alle Höchstens. Digga, ich hab einen Pickel auf der Nase, du suchst dran. Ich schwör's. Das war der Scheiß. Ist doch schlimmer, Alter, er kommt Edna. Ich schwör. Was soll das? Mach doch mit ihm, schau doch mal an die Welle. Ich weiß ja nicht, wer seine Seiten gemacht hat. Okay, Jungs, ich hol mir so einen. Blüter draus. So ein Döner-Teller. Pommes. Döner. Saziki. Edna aus. Was? Saziki, bitte sprich nochmal aus. Oh mein Gott, Jajuk. Die 97. Wir sind ja Döner-Teller mit Jajik Geschäftsessen. Genau, wir sind ja bei Simbad. Also Geschäftsführer von Simbad, wenn du das siehst, ist es Promo für dich. Was? Dann bis später. So, das war's von mir und den Jungs. War echt cool, die zu sehen, mal wieder. Ich bin danach noch mit denen essen gegangen, hab ein bisschen gechillt, ein bisschen gequatscht, ihnen ein paar Tipps gegeben zwecks YouTube. Hoffentlich machen die da demnächst mehr, weil echt lustige Jungs und also hoffentlich kommt da mehr zwecks Videos. Ansonsten auch Dimi getroffen, überraschenderweise. Falls ihr den kennt, der war früher immer in den Pokémon-Videos, hat aber leider aufgehört mit Pokémon und ist anscheinend zurück zu Yu-Gi-Oh! Gegangen, was ich selbst nicht wusste. Schon lange nicht mehr gesehen, das hat mich auch gefreut.
Also da sieht man echt immer alte, bekannte Gesichter. Ich habe die Pause echt gut gebraucht. Pokémon-technisch gibt es echt eine Menge Stress gerade. Wie gesagt, das mit dem Shop belastet mich auch sehr. In letzter Zeit viele Sachen, die mich in Pokémon Go belasten. Deswegen die Pause hat gut getan. Ich habe die 2 Raikou Raids gemacht. Einen gefangen, einen nicht gefangen, aber es war schon zu dunkel. Ich konnte da nicht wirklich filmen. Es war erst 5:30 oder so und es war schon komplett dunkel. Ansonsten war es das von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt den Livestream von vorhin ab. Checkt die Trade Guide ab. Echt coole Jungs. Checkt Pokémon Card Market ab oder Yu-Gi-Oh! Card Market. Das ist echt der beste Platz, um Sammelkarten zu kaufen und verkaufen. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business. Und vielleicht Yu-Gi-Oh! auch.